Hier ist Ferenc von den Wise Guys und ihr hört SoundAG.de. Am Telefon darf ich jetzt den Ferenc von Deutschlands bekanntester A Cappella Band begrüßen, von den Wise Guys. Hallo! Hi! Ja, wie geht's dir denn? Ja, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich bin im Studio, machen jetzt fleißig unsere neue CD fertig und sind ganz gespannt auf das, was da kommt. Ja, wie lange gibt es denn jetzt eigentlich schon die Wise Guys? Ja, es ist so eine langwierige Frage, weil die Wise Guys gibt es eigentlich schon seit Schulzeiten. Aber man kann ungefähr sagen, seitdem ich dazugekommen bin, was jetzt nichts mit meinem Dazukommen zu tun hat, aber da fingen wir an, das etwas professioneller zu machen. Also ich würde jetzt mal so sagen, 15 Jahre. Ihr habt euch also in der Schulzeit kennengelernt. Ihr habt in der Schulband gespielt, oder? Richtig. Ja, und jetzt seid ihr immer noch zusammen auf der Bühne nach 15 Jahren. Das ist Respekt. Finde ich klasse. Ja, fast alle. Also man muss dazu natürlich sagen, dass der ehemalige Bass, der Christoph Tettinger, der ist ja damals tatsächlich dazugekommen und ausgeschieden. Und jetzt letztes Jahr hatten wir auch wieder einen Wechsel. Da ist der Clemens von uns gegangen, beziehungsweise der wollte gerne einen anderen Beruf ausüben. Und wir haben jetzt einen neuen Mitsänger, Mitstreiter, den Nils Eufert. Und das macht auch sehr viel Spaß. Wie ist eigentlich der Name Wise Guys entstanden? Auch das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, das war schon so lange her und war auch vor meiner Zeit, dass es darauf keine konkrete Antwort gibt. Ich weiß bloß, dass der Eddie sich die mal irgendwie diesen... Das hat irgendwas mit dem Film zu tun und hatte auch was damit zu tun, dass die Jungs, ich muss dazu sagen, ich war nicht dabei in der Schule, immer so als die Besserwisser verschrien waren. Besserwisser, Klugscheißer, Wise Guys. Und da ist der Name. Okay, es hört sich ja auch gut an. Ja, was war denn bis jetzt euer größter Auftritt? Unser größter Auftritt sind eigentlich mittlerweile fast alle 2 Jahre die Kirchentage. Jetzt haben wir gerade vor 65.000 Leuten dieses Jahr in Bremen ein Konzert gehabt. Letztes Jahr waren es ein bisschen mehr, da waren es glaube ich 75.000 oder sowas im Mischten. Aber das ist halt unvergleichlich. Das ist ein Rockkonzert im Großen und Ganzen. Die Leute sind total gut gelaunt. Die machen alles mit, was wir machen. Und das ist einfach gigantisch. Das ist halt riesig. Mhm. Und nach 15 Jahren kommen doch schon einige Fanerfahrungen zusammen, oder? Was war denn die größte Fanerfahrung, wo dir persönlich in Erinnerung geblieben ist? Das ist ja ganz klar. Im Augenblick, wo man im Rampenlicht steht oder in der Öffentlichkeit steht, bekommt man natürlich auch etwas mehr Mails als, sag ich mal, wenn man im Büro sitzt oder so. Wir machen das aber, seit ich denken kann, eigentlich immer, dass wir nach dem Konzert zu den Leuten rausgehen und denen die Möglichkeit geben, mit uns kurz zu reden oder mittlerweile eigentlich fast nur noch Autogramme geben, weil es einfach zu viel geworden ist. Und dadurch, dass wir das machen, gibt es nicht diesen, wie soll ich sagen, diesen Kult, den andere halt so haben, dass man die nicht berühren kann oder nicht mit denen sprechen kann. Also wir machen das, bieten das den Leuten nach dem Konzert an. Wer will, kann mit uns quatschen oder halt Autogramme haben. Und dadurch ist das nicht so ein, stalkt uns eigentlich keiner, wenn du das meinst. Ihr habt ja auch ein Buch rausgebracht, namens ja. Das Buch. Wie seid ihr auf den Titel gekommen, Das Buch? Oh, das ist sehr kreativ, wie du wahrscheinlich schon festgestellt haben. Jetzt ist keine Ahnung. Wir haben auch die erste DVD, die DVD genannt. Vielleicht den Mangel eines besseren Namens. Im Großen und Ganzen beschreibt es aber genau das, was es ist, nämlich Wise Guys, das Buch. Nicht die CD und nicht die DVD, sondern es ist einfach das Buch. Ich meine, wir hätten es auch anders nennen können. Das ist genau die gleiche Frage, wie seid ihr zu dem Namen Wise Guys gekommen? Es ist immer schwierig, sowas zu beantworten. Nach 15 Jahren auf der Bühne, habt ihr eigentlich Vorbilder? Vorbilder? Nein. Sag mal so, große Vorbilder sind im Pop-Bereich zu finden, eher so wie die Beatles oder vielleicht auch Billy Joel oder sowas. Das sind so musikalisch gesehen vielleicht die Leute, an denen man sich gerne bei dem, was wir auf der Bühne machen, orientieren. Wobei wir natürlich auch keine Beatles-Lieder nachsingen und auch keine Billy Joel-Sachen machen. Wir machen halt... wir nennen es mittlerweile Vokalpop, wir machen Popmusik ohne Instrumente und Daniel schreibt halt die ganzen Lieder und Songs und also eine Frage, ob sie Vorbilder haben, müsste man ihm jetzt stellen, aber ich weiß halt seine Antwort auch. Ja, da gibt es die nochmal Beatles und sowas in der Art, aber was wir machen ist eigentlich wirklich von uns und wir orientieren uns nicht an anderen. A Cappella, wieso eigentlich A Cappella? Ja, wieso? Das war ja vorher eine Schulband, also Instrumente können wir alle ein bisschen spielen, aber halt, wir können besser singen und das war einfach so eine gewachsene Sache. Man macht einfach mal einen Auftritt mit Instrumenten und dann hat man auch mal eine A Cappella nochmal einstudiert
Und das kam dann mit den Leuten so super an, dass halt immer mehr wurde. Und wir haben ja auch, als ich noch dabei war, teilweise noch zwei Gitarren mit im Start gehabt, die sind dann aber auch irgendwann ganz weggefallen. Also ich finde es klasse. Also wenn man jetzt euch nicht sieht bei dem Auftritt, dann denkt man ja wirklich, es wären Instrumente im Spiel. Ja. Woran liegt da das Geheimnis bei euch? Ist das jetzt einfach die Erfahrung nach 15 Jahren oder? Auf jeden Fall, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, wenn man vor 15 Jahren mit dem Mikrofon aufgestellt hätte, was man ja auch schon hat teilweise, oder wir haben uns selber damit ausgestattet, haben wir auch anders gesungen, als wir das heute tun. Es ist, ja, oh, das ist eine gute Frage, aber auch schwierig zu beantworten. Es ist gewachsen, es ist Learning by Doing. Du versuchst halt, das, was du singst, dem anzupassen, was es sein soll. Also, wenn ich singe halt Bass und ich versuche dann, anstatt Bau, Bau, Bau zu singen, weißt du, das ist ja ganz klar eine Stimme, versuche ich das dann mit dem Mikrofon etwas anders zu machen, was singt. Dabei erzielt man dann auf Dauer auch interessante Effekte, die man dann immer wieder einsetzen kann. Das ist wirklich ist eine gewachsene Sache. Wir hatten da keine Lehrer oder sowas, die uns sowas beigebracht haben, sondern das haben wir uns selber beigebracht. Und so mit der Technik, die wir natürlich haben, und dann Toningenieuren, die versuchen, den Sound immer optimal hinzukriegen, klappt das auch ganz gut. Aber wir sind jetzt keine Effektgeräte in dem Sinne, dass wir irgendwelche Gitarrenverzerrer mit einschalten. Also das ist schon wirklich das, was wir stimmig so machen. Mit wem würdet ihr eigentlich gerne mal zusammenarbeiten? Gibt es da noch so eine Gruppe oder? Wir machen, sagen wir mal so, also gerne zusammenarbeiten. Was wir jetzt gerade gemacht haben, war ein Klassikprojekt mit dem WDR-Rundfunkorchester. Das haben wir vor ein paar Jahren auch schon mit dem Bremer Sinfonieorchester gemacht. Das macht sehr viel Spaß. Das sind so Crossover-Projekte, die halt ein bisschen auch das, was wir, ich sag mal, im Alltag auf der Bühne machen, ein bisschen umkrempeln und das Ganze für uns auch interessant werden lässt, einfach mit einem großen Orchester da zu singen und unsere Songs zu machen, das macht schon sehr viel Spaß. Ansonsten gibt es immer wieder wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die wir machen. Wir haben auch schon in der Big Band, mit der Big Band zusammengearbeitet. Das macht Spaß, und sind aber extra Projekte und kann nicht das, was wir wirklich machen. Was erwartet ihr euch jetzt noch für die Zukunft? Ja, was erwarten wir für die Zukunft? Wir freuen uns, dass ich meine, sagen wir mal, das, was sich bei uns entwickelt hat, unsere Fans mit uns gewachsen sind, dass wir erfolgreicher geworden sind, ist toll. Ich hätte gerne irgendwann noch mal Nummer 1 in den Charts. Wobei mit 2 kann man ja auch nicht gerade unglücklich sein. Aber mal sehen, was da kommt. Für mich selber hoffe, dass es stabil bleibt. Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, damit ihr bald mit der Nummer 1 Hit landet. Dankeschön. Gibt es eigentlich was Neues von euch? Album, Single? Wie gesagt, wir sind gerade im Studio und nehmen die neue CD aus. Die kommt im Januar, nee, im Februar, nee, im Januar. Danke Gott, im Januar kommt die neue CD. Okay, gut, da sind wir schon recht gespannt auf euch. Okay, danke für das Interview. Mach's gut, ciao. Alles klar, danke dir. Gerne, tschüss.